Hallo und herzlich willkommen bei KVTV Praxis, das Magazin. Die Hochwasserkatastrophe hat Rheinland-Pfalz ganz besonders hart getroffen. Die Bilder, die uns erreichen, die machen fassungslos. Für die KV Rheinland-Pfalz ist es jetzt besonders wichtig, die ärztliche Versorgung vor Ort sicherzustellen und die Praxen handlungsfähig zu machen. Und das möglichst schnell und unbürokratisch. Deshalb werden gerade intensive Gespräche mit den Krankenkassen geführt. Dr. Peter Heinz, der Vorstandsvorsitzende der KV Rheinland-Pfalz, war am Wochenende vor Ort, um mit Betroffenen zu sprechen. Was kann die KV Rheinland-Pfalz jetzt tun? Ja, also der Besuch dort war sehr, sehr eindrucksvoll. Zuerst sieht man das schöne Wetter und keine Zerstörung. Und dann kommt man immer näher zum Fluss und dann sieht man diese riesige Schneise an Verwüstung und das Leid, was dort stattgefunden hat in den Familien, die auseinandergerissen worden sind zum Teil und viele Menschen gestorben sind, ist in den Bildern gar nicht transportierbar. Und wir müssen jetzt als KV sehen, dass wir die vielen zerstörten Praxen unterstützen und die Versorgung in der Region wieder in Gang bekommen. Patienten brauchen ihre Medikamente. Aber der Arzt, die Ärztin kann nicht mehr verschreiben, die Praxis ist nicht mehr da. Kollegen, Kolleginnen übernehmen. Wie soll das funktionieren? Was bedeutet das für die Praxen? Da war zu Beginn eine sehr große Verzweiflung. Viele Menschen haben gemerkt, meine Medikamente sind weggeschwommen und ich brauche ja meine Medikamente und das ist ja auch so. Und dann waren die Arztpraxen nicht mehr ansprechbar. Und dann gab es die Situation, dass andere Praxen gesagt haben, ja, aber wir können ja nicht einfach verordnen, weil wir eine gewisse Regressangst haben. Diese bürokratischen Hürden haben wir alle abgebaut. Jede Fachgruppe kann alle Verordnungen tätigen und wenn die Rezepte mit einem Hinweis Hochwasser gekennzeichnet sind, werden die auch nicht in das Arzneimittelbudget hineingerechnet. Wir stehen da mit den Kassen in Verhandlungen und treffen da auch auf offene Ohren und ich bin mir sicher, dass da niemand aufgrund von irgendwelchen Vorgaben in der Versorgung der Bevölkerung da geschädigt werden kann. Die Ärztinnen, die Ärzte vor Ort, die gehen ja ganz pragmatisch, unheimlich flexibel mit dieser Situation um, einfach um medizinische Versorgung sicherzustellen. Wie kann man da noch unterstützen, wie kann man da noch helfen? Ja, also ich war tief beeindruckt, mit welcher Energie und mit welcher Kompetenz unsere Vertragsärztinnen und Vertragsärzte da sich selbst helfen konnten. Es haben viele wieder irgendeine Stromversorgung zustande bekommen und machen ihre Sprechstunden. Wir als KV waren erstmal darauf angewiesen, zu erfahren überhaupt, wer ist denn alles betroffen und haben da eine Bestandsaufnahme gemacht. Wir haben jetzt ein Spendenkonto für die Kollegen eingerichtet und wir werden alle, soweit es geht, unterstützen, um das schlimmste Leid zu lindern und die Praxen wieder zu erstellen. Das heißt also, für den Arzt oder die Ärztin spielt es auch erstmal keine Rolle, dass das nicht an dem vorgesehenen Praxisort versorgt werden kann. Wir haben mit einer Allgemeinverfügung allen betroffenen Praxen eine Nebenbetriebsstättengenehmigung gegeben. Und sie können praktizieren, wo sie in der Gegend irgendwelche Räume finden, die funktional sind dafür und können somit ihre Praxis, wenn sie wieder aufbaubar ist, wieder aufbauen oder auch an anderer Stelle eine neue Praxis eröffnen. Das wird jetzt erstmal bis zum 30.09. so gehandhabt und bei Bedarf verlängern wir das auch. Also jeder kann arbeiten, wo er möchte, wenn er in dem Gebiet betroffen ist. Die hygienischen Verhältnisse vor Ort, die sind schwierig. Wie wird sichergestellt, dass die nötigen Medikamente, Hepatitis, Tetanus, Antibiotika vor Ort sind? Ja, die Landesapothekenkammer hat mit den Apotheken gesprochen und wir sehen da eine sehr große Unterstützung und die Medikamentenversorgung ist gesichert. Es sind Verantwortliche von Apotheken vor Ort, die Bestellungen entgegennehmen. Und die Lieferwege sind nicht zerstört. Es kann das Notwendige in das Gebiet gebracht werden. Da sehe ich jetzt keinen Notstand.
Ich denke, dass alle notwendigen Medikamente auch in recht kurzer Frist vor Ort zur Verfügung stehen können. Vielen Dank. Alle Informationen finden Sie auch immer aktuell auf der Website der KV Rheinland-Pfalz unter dem Stichwort Hochwasserkatastrophe. Unser anderes Thema. Die Knappheit bei den Corona-Vakzinen, die gehört der Vergangenheit an. Arztpraxen bekommen jetzt genau die Impfstoffmenge, die sie auch bestellt haben. Praxisteams können aufatmen und Extraschichten, die gibt's auch nicht mehr. Heute ist noch mal viel los in der Praxis von Dr. David Kretzdorn im rheinhessischen Alzey. Die Patienten hier holen sich die zweite Impfung ab. Sie haben heute von uns schon vorbereitet gekriegt, die digitalen QR-Codes. Prinzipiell ist es so, dass wir jetzt in der Tat einen großen Teil der Patienten geimpft haben. Wir hatten vor 2 Wochen noch etwa eine Liste mit über 200 angemeldeten Personen, teils wirklich eigene Patienten, teils aber auch Patienten oder Personen, die bisher nicht Patienten bei uns waren, zumindest namentlich nicht bekannt. Diese Leute haben wir dann angerufen nach und nach, aber da muss man sagen, es ist gerade in den letzten 2 Wochen, haben wir viele von diesen Leuten gar nicht mehr erreicht oder die haben sich nicht zurückgemeldet, haben auch nicht gesagt, dass sie möglicherweise woanders geimpft worden sind. Und das hat die Organisation natürlich deutlich erschwert. Das Arbeitspensum in den Praxen war enorm. Vor allem, nachdem am 7. Juni die Priorisierung für eine Corona-Impfung bundesweit aufgehoben wurde. Jetzt wird es langsam ruhiger. Insgesamt ist es einfach so, dass nach anfänglicher Impfstoffmangelsituation, wir jetzt den Fall haben, dass wir mehr als ausreichend Impfstoff haben und jetzt wirklich überhaupt aus der Liste, die eigentlich in dem Sinne nicht mehr existiert, die Warteliste, wie gesagt, ist abgearbeitet. Die Patienten, die da noch draufstehen, haben jetzt letztmalig eine E-Mail gekriegt mit dem Hinweis, dass sie sich bis Ende der Woche nochmal zurückmelden können und ansonsten wir davon ausgehen, dass sie eben ein Impfangebot anderweitig erhalten haben und sie dann von der Liste streichen würden. Jetzt ist es wirklich Tagesgeschäft geworden, das heißt, wir machen auch keine extra Impfsprechstunden mehr, wo wir die Patienten eben im Anschluss an die reguläre Sprechstunde einbestellen, sondern wir lassen das jetzt wirklich parallel zur Sprechstunde laufen. 700 Patienten standen in dieser Praxis ursprünglich auf der Warteliste. Geschafft hat man das mit hohem persönlichen Einsatz. Gut, bis dann. Tschüss. Hallo. Ich hoffe, dass wir aufgrund einer doch insgesamt ausreichende Impfquote, wenig Infektionen haben und den Praxisbetrieb relativ normal aufrechterhalten können und dass wir diejenigen, die dann vielleicht doch bei steigenden Infektionszahlen ein Impfangebot wahrnehmen können wollen, auch rasch bedienen können. Das war KVTV Praxis, das Magazin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.